Kindern in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das ist für uns eine ganz große und wichtige Sache, weil wir ja alle wissen, wenn Kinder keine Bildung bekommen, entstehen daraus verlorene Generationen. Und das ist das Schlimmste für die Zukunft dieser Menschen und muss mit allen Mitteln entgegengewirkt werden. Deswegen haben wir ein Programm, was zunächst mal sagt, unsere bilateralen Maßnahmen sind die eine Seite und diese multilateralen Dinge die zweite. Die multilaterale, hier gerade in Form dieser Partnerschaft, ist oftmals die Voraussetzung, dass dann die bilaterale richtig funktionieren kann. Weil hier sehr oft Grundlagen nicht gelegt sind, wie Bildungscurricula beispielsweise aufgebaut werden, wie ein Bildungssystem insgesamt im Lande aufgebaut wird, wie man erreicht, dass Mädchen überhaupt zur Schule geschickt werden und das auch gesellschaftlich entsprechend vorangebracht wird. Und hier hilft eben dieses globale Programm. Wenn das dann entsprechende Voraussetzungen geschaffen hat, ist es wesentlich einfacher, für bilaterale Programme effektiv zu arbeiten. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Gibt es für die von Ihnen genannten Programme einen Evaluierungsprozess in Ihrem Ministerium? Und wenn ja, wie kann der Bundestag hier Einblick nehmen in die Ergebnisse? Also wir haben natürlich Evaluierungen immer wieder. Dafür wurde Ende der vorletzten Periode ein spezielles Institut aufgebaut, DEWAL. Darüber wird dann auch in den Berichten dem Bundestag Kenntnis gegeben und die Möglichkeit, sich dann beteiligen. Und im Beirat dieses DEWAL-Instituts sind auch Vertreter des Bundestages vorhanden. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Herr Staatssekretär, können Sie Länderschwerpunkte nennen für Bildungsprojekte und eventuell vielleicht auch Leuchtturmprojekte in diesem Bereich? Ja, ich kann Ihnen sagen, dass wir in einer Größenordnung von 380 Millionen im Augenblick hier in den verschiedensten Projekten aktiv sind. Wir können Ihnen das gerne auch mal im Überblick auflisten, damit Sie sehen, wie vielfältig dieses Programm ausgestaltet ist. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Die Fragen 10 und 11 sollen schriftlich beantwortet werden. Wir sind damit am Ende Ihres Geschäftsbereiches und kommen zu